Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch die Nvidia Shield Game-Konsole. Dieses heiße kleine Teil, beziehungsweise so klein ist es ja nicht, auf Android-Basis. Und natürlich, wenn wir über Mobile-Game-Konsolen sprechen, dann müssen wir auch noch kurz über die PlayStation Vita sprechen. Wir vergleichen das Ganze natürlich ein wenig. Was sind die Unterschiede dieser beiden Konsolen? Welche ist besser? Wo sind die Vor- und Nachteile? So, vielleicht zuerst mal technisch von außen. Das Ding sieht aus, wenn ihr euch das so anschaut hier, sieht eigentlich aus wie ein Xbox 360 Controller. Und das ist definitiv so. Ich habe hier einen. Wenn ihr das mal so nebeneinander legen, dann seht ihr, sieht ähnlich aus. Die Shield ist ein bisschen größer, aber ansonsten eigentlich ist das absolut ähnlich. Hier haben wir auch die Buttons beim Xbox Controller und dann hier natürlich genau gleich. Hier unten die Buttons und dann... Ja, dann klappen wir das natürlich mal auf. Dann seht ihr hier das Layout. Hier haben wir zwei Analog-Sticks. Hier haben wir das Steuerkreuz. Und dann haben wir hier die übliche eigentlich, genau gleich wie beim Xbox-Controller, vielleicht nochmal zum Vergleich, haben wir das übliche Layout A, X, Y und B. Und dann in der Mitte haben wir noch so ein paar Spezialtasten. Also, das ist definitiv kein Nachteil. Ich kann euch sagen, die Nvidia Shield ist hervorragend verarbeitet, liegt perfekt in der Hand. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich absolut genau so muss es sein. Also so stelle ich mir eine Spielkonsole vor. Hatte noch nie ein Game-Gerät oder ein Controller generell in der Hand, der so gut ausbalanciert ist. Wir müssen, das muss man auch sagen, wir sprechen hier von ungefähr 600 Gramm, nicht ganz, 579 Gramm ist das Teil schwer. Also ziemlich schwer das Teil. Aber es liegt perfekt ausbalanciert in der Hand. Man hat nie ein Problem, dass man denkt, das sei zu schwer. Und ich gebe aber auch zu, ich habe relativ große Hände. Für mich ist eben so ein Xbox 360 Controller absolut perfekt, wohingegen zum Beispiel der PlayStation 3 Controller für mich eher fast ein bisschen zu klein ist. Also da liegt mir die Nvidia Shield wirklich super. Sehr, sehr gut verarbeitet. Sehr robuster Body. Ja, was haben wir da, wenn wir vielleicht mal drum herum gehen? Also hier vorne haben wir so einen Schlitz. Erkläre ich euch gleich, für was der ist. Auf der Seite, auf beiden Seiten haben wir nichts. Und dann hier haben wir den Screen. Das kann man übrigens abnehmen, dieses Teil hier. Das ist magnetisch drauf. Zack. Da gibt es dann vielleicht mal noch irgendwelche Veränderungen oder im Bundle mit einem Spiel. Und dann kann man hier ein anderes Logo draufpappen oder so. Und dann auf der Hinterseite, wenn wir das jetzt mal so umdrehen, haben wir natürlich da die beiden Trigger-Buttons. Dann haben wir hier oben die zwei, die wir ja überall auch immer links und rechts haben. Und dann haben wir hier ein paar Anschlüsse. Kopfhörer, Buchse. Hier haben wir den Micro-USB zum Laden. Hier haben wir einen Mini-HDMI-Port, um das Ganze an den Fernseher zu hängen. Und da oben haben wir noch eine Micro-SD-Karte, damit wir den Speicher erweitern können. Und da haben wir den Slot für die aktive Lüftung. Und das ist auch, warum wir hier vorne so ein Ding haben. Hier wird die Luft angesogen und da hinten rausgeblasen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh meine Güte, was ist denn das für ein Mist? Man hört den nie. Man hört den Lüfter absolut nie, aber es kommt hier manchmal ein bisschen warme Luft raus. Ist ganz leise, aber es ist so, weil wir haben hier nicht nur eine ganz, ganz neue Spielkonsole auf Android-Basis, sondern wir haben den im Moment schnellsten mobilen Chip eingebaut, den es gibt, nämlich den Nvidia Tegra 4. Und der Tegra 4, der ist im Moment das absolut schnellste, was wir in einem Smartphone, Tablet oder jetzt eben in so einem Fall in so einer Gaming-Konsole haben können. Quad-Core-Chip, 1,9 GHz, 2 GB RAM, 16 GB Speicher, der eben, wie gesagt, hier unten erweiterbar ist über eine Micro-SD-Karte. Für Spiele natürlich wichtig, die sind ja zum Teil recht groß. Ja, und wenn ihr euch das jetzt anguckt hier, dann wird euch wahrscheinlich auffallen, es sieht ja aus wie Android. Und das ist nicht nur, das ist Android. Und zwar ist es Android 4.2.1. Jetzt hier mal kurz gucken gehen. Auf Einstellungen und wir fahren da ganz runter über das Telefon. Naja, ist kein Telefon, aber okay. Shield. So, seht ihr das hier? Android Version 4.2.1. Also ist eine sehr relativ aktuelle Version. 4.3 ist ja im Moment aktuell, aber die ist noch fast nirgends drauf. Und Nvidia hat nur sehr wenige Anpassungen vorgenommen. Eine davon ist, dass ihr diesen Button hier als Maus benutzen könnt. Seht ihr da den Mauszeiger, wenn ihr das wollt? Ist natürlich auch ein Touchscreen, klar.
Das ist mal eine Anpassung und das sieht man dann auch hier, wenn wir jetzt hier auf die Einstellung gehen, seht ihr da Virtual Mouse On oder Off, da könnt ihr die Mausfunktion quasi deaktivieren. Ansonsten ist es so, egal was ihr macht, wenn ihr jetzt da irgendwo, ich mache mal den Play Store auf, ich komme dann nachher gleich dazu, wenn ihr hier die B-Taste drückt, kommt ihr zurück. Also die B-Taste ist eigentlich die Zurück-Taste. Das kennen wir auch von der Xbox zum Beispiel, ist genau gleich belegt. A-Taste ist Auswählen und so. Also das kommt einem sofort bekannt vor eigentlich, das Ganze. Die Knöpfe hier, die kann man natürlich auch drücken. Hört ihr das? Da kann man natürlich auch was drücken. Eben und dann zum Beispiel etwas auswählen. Hier mit dem Mauspfeil. Wenn ich jetzt da runter drücke, dann starte ich das Spiel. Das machen wir dann nachher. So, also, das Teil ist super potente Hardware, ist eigentlich ein normales, in Anführungszeichen, Android drauf, das praktisch Stock-Android ist, also sozusagen gar nicht angepasst ist. Warum hat Nvidia das gemacht? Auf der einen Seite ist das natürlich die neue Referenzplattform für den Tegra 4-Chip, um zu beweisen und um zu zeigen, hey, der ist super schnell, das ist der absolute Hammer. Power-Chip, das ist mal ein Punkt sicher. Aber dann geht es eben genau darum, dass Android sich ja je länger, je mehr auch als potente Gaming-Plattform positionieren möchte. Aber, ihr kennt meine Meinung, ich habe das schon oft gesagt, wenn man wirklich richtig gamen will, dann braucht man einfach solche Analog-Sticks. Man braucht einfach diese Bedienungseinheiten hier. Das ist ganz lustig, auf einem Tablet oder auf einem Smartphone, auf einem iPhone, auf einem iPad zu spielen. Das ist für Gelegenheitsspieler ganz witzig. Aber wenn ich richtig gamen will, dann muss ich irgendwie so ein Layout hier haben. Das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Das hat sich auch Nvidia gedacht und hat eben diese Spielkonsole gebaut. Ja, der große Unterschied zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal die PlayStation Vita daneben legen und die da mal starten, so, ist natürlich der. Ihr könnt auf der Shield grundsätzlich jedes Android-Game zocken, das ihr möchtet. Jedes Game könnt ihr hier installieren. Ich zeige euch nachher ein paar Beispiele und ich zeige euch nachher auch noch kurz die Unterschiede, wie die Games angepasst sind. Weil es gibt Games, die sind perfekt schon auf die Shield angepasst, auf das ganze Layout hier. Da macht es dann echt cool Spaß. Dann gibt es Games, die gehen so einigermaßen und dann gibt es Games, die sind noch überhaupt nicht angepasst. Und der Hauptvorteil ist aber eben der, das Spielangebot auf Android ist schon jetzt sehr, sehr groß. Das Spielangebot bei der PlayStation Vita ist ja von Anfang an war das ein Problem. Jetzt gibt es die 1,5 Jahre, ist die bei uns auf dem Markt. Ich nehme das Ende August auf, 2013. Und ja, das Problem ist, es gibt immer noch nicht so viele Spiele und die kommen nur ganz tröpfend rein. Und wenn es dann Games gibt, dann sind sie wahnsinnig teuer. Weil, wenn ich hier mal runterscrollen, so ein Spiel, egal ob Asphalt Injection, MotorStorm RC, Ridge Racer oder dann hier unten NFS Most Wanted oder Call of Duty Black Ops zum Beispiel, kostet locker mal 40, 50, 60 Euro pro Game. Und bei Android ist das Ganze halt ein bisschen anders. Da ladet ihr euch die coolsten Games, zum Beispiel hier Riptide GP2. Das ist das Spiel, das eigentlich so, es wurde ja schon, das erste Riptide wurde ja schon für die Tegra 3-Plattform als Referenzgame gebraucht. Der Nachfolger hier ist auch schon optimal hier drauf angepasst. Wir spielen das nachher dann. Ja, und der kostet halt 3,90 Euro. Tja. Das ist natürlich ein massiver Unterschied. Also ihr kommt viel, viel günstiger zu Games hier auf dieser Spielkonsole als hier. Und ihr habt auch noch viel mehr. Also wenn ihr mich fragt, ganz ehrlich gesagt, hat Sony ein Problem? Das werden sie jetzt definitiv mit diesem Teil hier noch bekommen. Sie können es eigentlich vermarkten. Die PlayStation Vita ist immer noch ein tolles Gerät. Die gefällt mir. Ist eine schöne Hardware. Die ist schick. Die hat einen AMOLED-Screen, 69er Auflösung. Bisschen tiefer als der. Der hat 720p. Ist ganz toll, aber wie gesagt, es gibt zu wenig Games und die Games, die es gibt, sind einfach zu teuer. Ist halt eine proprietäre Plattform, die im Moment immer noch nicht so wahnsinnig groß von den großen Publishern mit Spielen bedient wird. Da sieht es eben dann ganz anders aus auf dieser Seite hier, weil das Android drauf läuft und drum demzufolge natürlich eigentlich jedes Spiel, praktisch jedes Spiel spielbar ist. Aber es machen nicht alle Spaß. So. Wir haben über die technischen Daten gequatscht, Tegra 4, viel RAM und so weiter, super, super schnell. Natürlich habe ich auch für euch hier ein paar Benchmarks laufen lassen, vielleicht in AnTuTu. Na, schaut euch das mal an, das müsst ihr euch mal reinziehen hier, 40.850 als Resultat des AnTuTu Benchmarks. Dann habe ich natürlich den Quadrant, den könnt ihr ja mal laufen lassen hier, das dauert ja super schnell hier drauf. So, ihr seht, das dreht dann, das macht der Quadrant ja auch bei einem Tablet, geht er dann in den normalen Modus, macht hier natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn auf der Shield.
Die Shield wird eigentlich normalerweise immer in diesem Quermodus, also eigentlich im Tablet-Modus betrieben. Das ist klar vom Bildschirm her, alles andere macht keinen Sinn. Das ist etwas, was hier und da zu Problemen führt. Das gibt gewisse Apps, die eben nur hochkant funktionieren. Das macht natürlich dann überhaupt keinen Sinn. Die machen dann gar keinen Spaß hier drauf. So, ihr seht hier unten schon mal, Framerate ist immer 60, also ist eigentlich immer am Maximum. Und ihr werdet dann nachher gleich das Resultat sehen und ihr werdet sehen, dass es wirklich super schnell ist. Der Sascha Pallenberg von Mobile Geeks hat übrigens die gängigen Benchmarks laufen lassen. Die Shield mit dem Snapdragon 600 und dem kommenden Snapdragon S800 verglichen und natürlich mit iPhone 5 und iPad 4, die ja auch sehr starke Grafikchips haben. Und dabei hat die Shield als erstes Tegra 4-Gerät ganz klar und überall am besten geschnitten. Ich werde euch den Beitrag dann hier unten, werde ich euch den dann noch verlinken. So, also jetzt schauen wir uns das mal an. Was haben wir da? Ja, das ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir hier gucken, das sind dann mal schnell knackige 18.792 im Quadrant. Jo. Also, um Speed und um Geschwindigkeit müssen wir uns eigentlich bei diesem Gerät keinerlei Sorgen machen. Es funktioniert einfach und ist sau schnell. So, wir sind natürlich immer aus Spielen da. Ich nehme es mal so in die Hand. Seht ihr mich? So, hier. Und dann schaut euch mal die Grafik an. Die ist nämlich wirklich geil hier von diesem Teil. Da fahrt ihr mit so einem Waterjet. Fahrt ihr da durchs Wasser. So, okay. Also, konzentriert euch mal auf den Screen. Tipps brauche ich keine. Los geht's. Hier können wir steuern. So, ihr seht meine Hände ja auch noch. Dann seht ihr gleich, was ich mache. So. Dann geht's los. Und das macht eben einfach echt tierisch Spaß. Das ist echt cool, mit diesem Ding hier rumzuracen. Ich gebe zu, ich spiele am liebsten Racing Games in irgendeiner Form. Die spiele ich lieber als Baller Games, aber das spielt keine Rolle, die gehen alle. Und ja, jetzt müssen wir ja gucken, dass ihr da rüberspringen. Zack, dann machen wir einen großen Jump. Ihr seht das Wasser hier auf meinem Helm, quasi auf dem Screen. Das sieht einfach alles ganz knackig aus. Also da muss man ganz klar sagen, da ist einfach Grafikpower pur vorhanden und ihr merkt auch gleich, wenn ich mich hier konzentrieren muss aufs Spiel, kann ich dazu nicht quatschen. Aber ich versuche es trotzdem. So, ihr seht hier das Wasser wieder, zack. Also wer den Vorgänger geguckt hat, der war ja auch schon super cool, aber hier ist einfach nochmal eine ganze Schippe besser. Und das ist jetzt das erste Game, das schon so richtig an den Tegra 4 angepasst wurde. Also ihr könnt davon ausgehen, die kommenden Games, die sich dieses Chips annehmen, die werden noch besser aussehen und noch besser funktionieren und das ist dann eigentlich schon eine ganz, ganz, ganz coole Sache. So, ich bin da immer noch nur Nummer 3, das ist natürlich nicht so wahnsinnig toll, aber immerhin. Okay, ich höre mal auf, wir switchen da wieder zurück. Also ihr seht, das funktioniert schon ganz gut. Dann zum Beispiel Real Racing 2. So, zack, wollen wir mal gucken, wie sich das hier verhält. Rassel, rassel, rassel. So, komm, lad, lad, je nach Game dauert es manchmal ein bisschen länger. So, hier, also, jetzt kriege ich da ganz einfach nur... So, ihr seht manchmal, ich habe jetzt A gedrückt, da ist nichts passiert, da musste ich hier oben drücken, weil das ist eines dieser Spiele, welches eine rudimentäre Unterstützung zwar bietet, aber wo nicht alle Buttons und alle Control-Dinger quasi drauf sind. Ihr seht das auch hier, ist noch nicht ganz alles, aber man kann es spielen, das werdet ihr dann glaube ich auch gleich merken. So, jetzt mal ein schnelles Rennen. So, das hier reicht schon völlig. Und jetzt legen wir da gleich mal los. So. Okay, so. Das ist natürlich eine komische Kiste, die ich da fahre, aber ist ja wurscht. So, und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, ist es eben nicht. Seht ihr, das ist jetzt ein Beispiel, da muss ich nachher dann noch einstellen. Ich kann so fahren. Also natürlich sind all diese Gyroskope und Sensoren in der Shield auch drin. Also das Spiel kann ich jetzt so fahren, aber ehrlich gesagt, das macht überhaupt keinen Spaß. Das macht eigentlich auch nicht groß Sinn. Ich gehe da mal wieder zurück. Genau gleich übrigens ist es bei NFS Most Wanted, einem meiner Lieblingsspiele. Dieses geht auch noch überhaupt nicht hier drauf, auf keinerlei Art und Weise, sondern man muss das einfach dann so machen und kann mit A oder so kann man, glaube ich, Gas geben. Aber damit hat sich's dann schon. Das ist der Nachteil. Im Moment sind halt viele Spiele noch nicht angepasst. Und wenn ihr wissen wollt, welche denn schon sind, könnt ihr entweder auf diesen Nvidia-Button drücken oder ihr geht hier auf dieses Symbol und da kommt ihr in den Shield Store, in den Nvidia Shield Store und da seht ihr dann unten,
seht ihr dann die Shield Games. Und das sind die, die eben im Moment schon angepasst sind. Also die, die es eigentlich im Moment schon gibt. So, hier Shield Store wollte ich eigentlich machen. So, da seht ihr, da ist eine Auswahl an Tegra-unterstützten Games, die speziell mit Tegra funktionieren. Und dann eben auch eine Auswahl mit welchen, die schon komplett ans Layout der Shield angepasst wurden. Und das ist eigentlich der, ich sag's mal so, der einzige wirklich große Nachteil im Moment dieser Konsole, dass halt noch nicht alle Games drauf angepasst sind. Ich immer Real Boxing zum Beispiel, das ist schon perfekt angepasst. Da könnt ihr richtig schön hier spielen, rauf, runter, Deckung hauen und so weiter. Seht ihr da Nvidia Tegra, klar. Kommt dann gleich noch das schöne Made for Nvidia Tegra. Läuft natürlich auch auf anderen Konsolen, aber auf der ist es dann halt, oder auf anderen Plattformen, auf der ist es halt dann am schnellsten, am besten und so weiter. Seht ihr, da komme ich jetzt auch mit A weiter. Also da ist es richtig so. Mache ich mal nur schnell ein schnelles Spielchen. Ist ja egal, ich nehme einfach den Typen hier. Komm, ist mir doch völlig wurscht. Australien. Na, was ist denn jetzt da? Muss ich damals noch mal. Ich bin ein Holländer, das ist auch gut. Warum eigentlich nicht? Schweizer sind die wahrscheinlich, kommen gar nicht vor. Ja? Ja, ist ja wurscht. Der Name ist mir wurscht, ist mir eigentlich alles völlig wurscht. Ah, hier unten, okay. So, also das lassen wir mal so. Ich will kein Tattoo, ich will eigentlich gar nichts. Ich will nur gamen. So, jetzt kann ich hier einen Sportkampf machen. Da hätte ich eigentlich hin sollen. Okay. So, schauen wir mal. Hier seht ihr, was ihr alles machen könnt mit dem rechten Stick. Und mit den oberen, seht ihr, das ist jetzt das Training quasi. Und jetzt kann ich da mal üben. Ja, ja, danke, habe ich gecheckt. So, jetzt schaut euch mal die Grafik an. Die sieht doch einfach ganz cool aus, oder? Jetzt kann man also verschiedene Dinge tun. Aber er will jetzt eben, dass ich oben dem mal eins in die Fresse haue. So, und dann jetzt hier rüber. So, und so kann man jetzt üben. Seht ihr, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig toll. Da kann man runter, boff, okay. So, dann sagt er mir dann, hey, Moment, du musst nach oben rechts, bitte. Aber schaut euch mal die Grafik an, die sieht doch einfach absolut spitze aus. Das ist doch wirklich große, große Klasse. So, so, so. Und dann kommt dann die nächste Übung und so weiter. Und dann könnt ihr da natürlich auch in den großen Kämpfen, könnt ihr da Dinge tun und ihr könnt das wirklich alles brauchen. Ihr seht, was da funktioniert. Der macht jetzt noch nichts, weil wir jetzt am Üben sind. In dem Kampf sieht es dann natürlich ziemlich anders aus. Der hält jetzt nur hin, aber er schlägt dann schon mal noch zurück. So, also, nur, dass ihr es gesehen habt, ihr seht die Grafik. Hey, ehrlich gesagt, geil, oder? Ist doch absolut hammermäßig. Und wir sind noch in einem frühen Stadium. Wie gesagt, die Games, die sind alle erst so einigermaßen angepasst. Das war ja, ist ja bei jeder Spielkonsole so. Im Laufe der Zeit werden die Games immer besser, weil die Hardware immer besser ausgenutzt wird. So, und jetzt hier nur, dass wir es einfach auch noch gesehen haben, starten wir natürlich auch noch schnell ein Game, dass ihr gleich dann den Vergleich habt, rein grafisch gesehen. Und ich muss sagen, das ist zwar cool hier, also diese Sticks hier bei der PlayStation Vita, die sind schon auch ganz klasse, die mag ich auch und hier oben. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist halt einfach noch besser. Das ist ein echter Controller eigentlich. Und hier hat man halt so ein bisschen geguckt, dass man das so einigermaßen hinkriegt. So. Ich starte nur schnell dieses Game hier. Seht ihr, da haben wir ja auch ein Touchscreen drauf, logischerweise. Haben wir alles auch. Jetzt fürchte ich, er will dann zuerst ein Update runterladen und dann hören wir dann gleich auf, weil der PlayStation Store ist immer sowas von langsam. Habe schon länger nicht mehr gebraucht, die Vita. Gebe ich gerne zu, dass ich die Vita eben schon relativ lange nicht mehr gebraucht habe. Ganz einfach daher, weil so wahnsinnig spannend ist es nicht. So, jetzt müssen wir uns da natürlich noch Ja sagen, sonst geht es gar nicht erst weiter. So. Also, vielleicht was zu den Preisen. Die Nvidia Shield kostet in den USA $290 im Moment oder $99. In der Schweiz wird sie von Digitec importiert, kostet sie 360 Schweizer Franken. In Deutschland ist sie, glaube ich, noch nicht erhältlich, aber das wird dann wahrscheinlich auch so um 300, 320 Euro, irgend sowas wird das dann liegen. Die PlayStation Vita, die wird ja im Moment relativ günstig rausgehauen, so. Ich meine, die PlayStation Vita ist natürlich auch eine ganz tolle Konsole, das ist klar. Aber ich sag's ganz ehrlich, die Games sind einfach zu teuer. Das ist einfach noch, das ist mir einfach im Moment noch zu teuer für so ein Spiel hier. Das genau gleiche Spiel, mit genau der gleichen Grafik, ich mach's nachher dann gleich mal, kostet im Play Store von Google für eine Android-Konsole, glaube ich, $5. Und hier, das Spiel hat jedenfalls anfänglich, hat es irgendwie 55 Euro gekostet. Tja,
Also ihr seht, das ist ein Riesenunterschied. Super gemacht. So. Also ich wollte euch das nur ganz kurz zeigen hier. Jetzt können wir vielleicht das gleiche mal hier laufen lassen, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das so ungefähr aussieht. Das ist übrigens ein Spiel, das ist ein Spiel, was eben überhaupt nicht noch an die Shield angepasst ist. Das kann man auf der Shield im Moment leider eigentlich nicht spielen, weil man nur so machen kann. Das ist natürlich extrem uncool. Aber wie gesagt, also wenn das da mal angepasst wird und es gibt schon genügend Spiele, die angepasst sind, dann zahlt ihr halt hier zwar am Anfang für die Hardware noch ein bisschen mehr, eben wie gesagt, die Vita im Moment kostet glaube ich 250 Euro irgendwie plus minus, je nachdem ob es die Wi-Fi oder die 3G-Variante ist, ist natürlich im Moment etwas günstiger, aber ich gehe davon aus, dass dieses hier auch günstiger werden wird, wenn es dann mal erhältlich sein wird. Im Moment, wie gesagt, ist es nur in den USA erhältlich oder via Direktimport von Firmen, die das eben machen für euch. Aber ich hoffe schwer, dass Nvidia diese Konsole weltweit verkaufen wird, weil sie ist wirklich total cool. Und ihr seht, da steht jetzt überhaupt nichts nach, wenn ihr das anschaut im Vergleich zu vorhin hier. Also das ist, aber wie gesagt, also ich kann jetzt hier eigentlich gar nichts tun. Jetzt ist es, glaube ich, sogar noch eingestellt über Touchbewegung. Ihr seht hier, über den Touchscreen müsste man da jetzt lenken. Also das macht natürlich keinen Spaß, weil hier die Trigger im Moment nicht funktionieren. Seht ihr das? Weder der Gasstopp noch sonst irgendwas. Das ist natürlich noch nicht witzig. Aber das kommt. Das kommt und es gibt bereits genügend Spiele. Wenn wir hier nochmal in den Shield Store gehen, da seht ihr hier mal eine Auflistung der im Moment so aktuellen Spiele, die da drauf laufen können. Das sind doch schon ein paar. Also es gibt eigentlich drei Arten von Spielen. Das sind die, die komplett unterstützt werden, sämtliche Controlling-Funktionen, hier auch die ganzen Buttons da hinten. Dann gibt es Spiele, die einfach so die einfachen, also hier die zwei und dann links, rechts, da oben unterstützen. Dann gibt es eben Spiele, die das noch gar nicht unterstützen, die man nur mit Touchscreen spielen kann, was natürlich gar keinen Sinn macht auf dem Teil. Vielleicht zum Screen noch. 720p 5 Zoll, also 1280x720, eigentlich eine super Auflösung. Besser als hier, der hat ja ein AMOLED-Screen, die PlayStation, mit einer 960er Auflösung. Aber doch muss ich sagen, das ist eigentlich der einzige Nachteil der Shield, dieser Screen. Der ist toll, der ist super, er spiegelt zwar relativ stark, aber das merkt man im normalen, wenn ich es jetzt hier nicht gerade abfilme mit dem Fenster hinten dran, weil es nicht anders geht, merkt man das nicht so stark. Aber ich finde, er ist ein bisschen klein. Also wenn ihr euch das Gehäuse hier anschaut, hätte der locker noch ein bisschen breiter sein können. Also 5,23 Zoll wären locker noch drin gewesen. Es ist sowieso eine große Wumme, das Teil hier. Das ist sowieso relativ heftig. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass der Screen noch ein bisschen größer ist. Vielleicht sogar Full HD, warum nicht? Die Tegra 4-Plattform könnte das locker fahren. Die hat genug Power, um Games auch Full HD schnell und gut anzeigen zu können. Also das wäre drin gelegen, aber das hat offensichtlich nicht mehr gereicht. Nvidia hat ja diese Shield-Konsole das erste Mal an der CES, damals hieß es noch Project Shield, in Las Vegas im Januar vorgestellt, diesen Jahres. Und jetzt kommt es ja erst jetzt im Sommer. Im Juli, Mitte Juli ist es in den USA in den Handel gekommen. Also ging dann doch noch relativ lang, das Ganze fertig zu machen. Ist aber eben auch, wie gesagt, super, super robust. Also ich hätte jetzt keinerlei Probleme, das einfach so in meinen Rucksack zu schmeißen, wenn ich unterwegs bin. Akkulaufzeit, hat einen sehr starken Akku drin, hält ungefähr 10 Stunden Gaming aus. Solange, ich habe sie erst einen Tag, ich kann auch nicht allzu viel dazu sagen, aber Kollege Sascha von Mobile Geeks hat das getestet und hat gesagt, die hält ungefähr 10 Stunden, womit sie einige Stunden länger hält als die Vita und auch eigentlich als andere Smartphones bzw. Tablets. Also kann man damit eigentlich problemlos einen Interkontinentalflug zockend verbringen, das geht ganz gut. Also auch Akkuleistung ist super, wie gesagt, Power hat sie ohne Ende. Es läuft Android drauf, das heißt, ihr müsst nicht allzu tief in die Tasche greifen, um Games zu bekommen. Und ich hoffe wirklich, dass Nvidia bzw. die Game Publisher und vielleicht auch Google das Ganze noch weiter unterstützen werden, damit noch mehr Games hier an dieses Layout angepasst wird. Und dann, ich sag's euch, ist das die perfekte Spielkonsole. So muss eine Spielkonsole sein. Die Games günstig, die Hardware absolut top, das Gerät selber super robust, lange Akkulaufzeit. Das ist cool. Das ist in meinen Augen, wie soll man sagen, die Zukunft des Gamings, weil ich, wenn ich überhaupt noch spiele, ich spiele zwischendurch ganz gern, dann spiele ich eben mobil und doch sehr, sehr selten hier mit zum Beispiel mit einer Xbox 360 an meinem Fernseher, das mache ich fast nie mehr, aber so ein Spielchen zocken auf sowas oder auch auf sowas mache ich immer mal wieder gern, aber für mich ganz klar, das ist die Zukunft hier,
das ein proprietäres System von Sony, welches von den Spielpublishern nur zaghaft nach wie vor angenommen wird und wahnsinnig teuer ist, die Spiele. Das ist für mich, das ist Konzept von gestern. Hier auf Android basiert, der ganze Android Play Store steht euch zur Verfügung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Twitter draufklatschen und irgendwas, das funktioniert alles, das läuft alles drauf. Also das ist für mich absolut die Zukunft des Mobile Gamings. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Ich hoffe, dass es noch weitergeht. Ich hoffe vor allem, dass Nvidia schafft, das Teil zeitnah weltweit rauszubringen zu einem konkurrenzfähigen Preis. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das überhaupt der ganzen Android-Plattform im Gaming-Bereich nochmal ziemlichen Schub verleihen wird, weil es einfach geil ist, darauf zu spielen. So, das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.